Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, wo müssen wir hin? Da drüben müssen wir hin? Nee, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hoch. Okay. Kann man so wieder ein bisschen den Lüfter anmachen? Das ist ein bisschen warm. Irgendwo habe ich die Katze gerade gehört. Ah, ich sehe ihn immer noch nicht. Der sitzt bestimmt hinten am Balkon irgendwo rum. So. Colonel Hauer, Wetter Gral meinte, ihr könntet hier Hilfe gebrauchen. Das stimmt. Ich habe gehört, dass ihr einen Aufstand in seinem Gebiet aufgehalten habt. Gar nicht übel. Das hat mein Interesse geweckt. Senator Tudos, Vorsitzender des Strafaufsichtskomitees. Hoch erfreut, euch endlich kennenzulernen. Vielleicht können wir später darüber sprechen, etwas empfindliche Ladung an mein Anwesen auf Coruscant zu liefern. Senator, konzentriert euch. Ja, die Dinge sind hier etwas aus dem Ruder gelaufen. Tausende von Häftlingen sind flüchtig. Die Trennung der Spezies völlig über den Haufen geworfen. Der reinste Gewaltausbruch. Ihr habt die Häftlinge getrennt? Wozu denn? Diese Verbrecher sind normalerweise anderen Spezies gegenüber recht intolerant. Die Vernichtung, die wir hier gesehen haben, beweist das. Unsere größte Sorge ist ein Ratataki-Stamm namens Blut des Talat. Ein Haufen wilder Fanatiker, der alle anderen Spezies abschlachten will. Sie sind sehr ehrgeizig und listig. Haben erst letztens damit angefangen, Wärterdruiden zu überfallen und ihre Energiekerne zu stehlen. Man vermutet, dass sie die gestohlenen Energiekerne zu einer riesigen Bombe zusammenfassen wollen. Sie wollen sich wahrscheinlich hier heraussprengen. Ziemlich einfallsreich für einen Haufen mörderischer Irrer. Organisiert sind sie. Das muss ich ihnen lassen. Wenn die Ratataki ausbrechen können, werden sie alles töten, was ihnen in die Quere kommt. Wärter, Häftlinge. Ganz zu schweigen von Senatoren. Ihr müsst diese Bombe entschärfen und diesen Wahnsinn aufhalten. Na schön. Was genau soll ich denn machen? Es wäre wohl am besten, die Ratataki davon abzuhalten, noch mehr Energiekerne zu bekommen. Wenn ihr ein paar der Energiekerne findet, die sie gestohlen haben, sollten wir die Wärterdroiden so modifizieren können, dass man sie nicht mehr manipulieren kann. Zuerst muss aber diese Bombe entschärft werden. Irgendwo hier müsste es ein Sicherheitsterminal geben. Erstattet Bericht, wenn ihr die Bombe entschärft habt. Jetzt sind wir auch noch im Bombenentschärfungskommando. Oh, wir haben was gekriegt. Wir haben was gekriegt. Wir haben irgendwas abgeschlossen. Warte mal. Ich muss jetzt hier erstmal. Ist hier irgendwo ein Händler? Warte mal, doch. Ich sehe da unten irgendwo einen Händler. Wo ist der Händler? Da drüben ist der Händler. Helfen. Helfen? Was? Man redet doch mal deutlich und entsetzen. Nee. Melden Sie Ihre Beschwerden. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, so, okay. Wir haben ja schon wieder. Halt. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Hier, Corso. Das ist toll! Ja! Wuhi! Ist das ein Ömel ist das, Alter. Hier, kriegst du noch was. Hier, roten Zuneigungszeichen. Oh, toll, danke. Danke. Hey, wo ist das Euphorische? Weißt du, ich geb dir hier was und du bist völlig... Also, ich verstehe das nicht. Haben wir noch irgendwas, was Mittleres? Nicht, nee. Gefährtengeschenke. Oh, neue Gefährtengeschenke. Klein, nee. Kein. Auch doof. Klein ist auch doof. Hier. Jetzt gleich wieder. Wow, super. Oh, danke. Ja. Alter, was? Junge, Alter, ich hab mir Mühe gegeben. Und dann war Corso. So, wir haben einen neuen Helm gekriegt hier. So, alles klar. Ein paar neue Handschüchen, neue Ober.
Neues Oberteil und neues Zeug. Sehr gut. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Jo, hau raus hier den Lachs. Oh, nicht mehr. Geil. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Alles klar, Freunde, alles klar. So, wo müssen wir jetzt hin? Guck mal, da ist irgendwas. Müssen wir jetzt hier raus? Ja, wir müssen hier raus. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen hier noch hin. Siehst du, das wird Sie sind endlich ein. Die Ratataki haben längst gewonnen. Haben die schon immer hier geredet? Das weiß ich jetzt nicht. Alter, was ist denn hier los? Wieso wird denn hier gekämpft mitten in dem Bereich? Das reicht jetzt! Na, Corso, Alter, Junge. Der ist völlig euphorisch jetzt, wo er hier das Geschenk gekriegt hat, wisst ihr? Seine Herzallerliebste hat ihm was geschenkt. Sehr gut. Und jetzt habe ich irgendwas Gelbes gekriegt hier. Gestohlener Energiekern. Ah, guck an. Hier sind Dinge gestohlen worden. Die hüpfen da rum, wisst ihr? Und hier wird hier geballert wie bekloppt. Und die sind hier am Hoch- und Abhüpfen. So, 2 von 5. Warum wird das nicht eingesammelt? Das verstehe ich jetzt nicht. Hey, da ist doch gut, da ist doch ja keiner mehr. Guck mal, hier, die kämpfen gegen die, die hier standen, ja. So, hier drüben ist einer. Überwältigter Gefängniswache. So, hier stehen sie und freuen sich und springen auf und ab, also. Achso, wir könnten ja eigentlich, warte mal, machen wir das mal so. Okay, das sammelt er nicht komplett ein, was ich ein bisschen doof finde. So, müssen wir trotzdem hier runter? Ja, okay. Okay, haben wir. Das müsste helfen. So, der hat auch wieder was für uns hier. Sehr gut. Wo müssen wir lang? Da unten müssen wir lang? Okay. Schön, dass die sich da alle so halbwegs positionieren. Macht halt meiner Mutter ein bisschen besser. Sehr gut. So, oh, wer ist er denn hier? Der dicke Karl. Reißzahn. Reißzahn von Talat. Oh, mir geht die Dings aus. Die Energie. Manchmal ein bisschen schnell aus. So, hier haben wir die Bombe, die müssen wir ausschalten. Sehr gut. Das Senator, ich habe die Bombe entschärft. Die Ratataki gehen nirgendwo hin. Ausgezeichnet. Eine eingedämmte Krise ist eine Krise unter Kontrolle.
Ich informiere augenblicklich Colonel Hauer. Jina Hagua, Buntagu, Chubalong Haku, Chubala Wawunikupa, Domtidak Makichisa. Wer redet da? Ist da wer? Guanachuta, Kasayali, Koiredo, Kankikung. Immer schön langsam. Nochmal von vorn, ja? Jiho Lokota Chobad I Kapzu Ndalae. Das reicht. Ich bin Mitglied des Senats der Republik. Ich muss euresgleichen nicht Rede und Antwort stehen. Colonel Hauer und ich haben eine Art Militärübung beaufsichtigt. Projekt Nobler Fokus. Wir haben Häftlinge verschiedener Spezies gegeneinander antreten lassen und die Ergebnisse analysiert. Alles mit deren Einwilligung. Gavaji Oto Takogo Hota Nopisto Bambaula. Und ich dachte, hier sitzt der Abschaum hinter den Gittern. Alles, was ich tat, tat ich zum Wohle der Republik. Das ist doch wohl das Leben von ein paar Häftlingen wert, oder etwa nicht? Runda Kawakio Topa Bubandabaka, Murishaneta. Kiko Obo Kili, Otabunki Dunko, Patagawata. Wie habt ihr die Ratataki die ganze Zeit überlebt? Mi bonua tuipi dite bok baktra wanawanga. Kipuna male tota admishka kabanotasema. Chileska chananga waningchi kospa inigo dade. Verschwendet eure Zeit nicht mit Abschaum wie ihm da. Er ist selber für seine Lage verantwortlich. Im Minimalsicherheitstrakt werdet ihr sicher sein. Ich kann euch sagen, wie ihr dorthin kommt. Wenn ihr euch genug mit den Häftlingen verbrüdert habt, könnten wir euch wieder bei der Basis gebrauchen. Es gibt neue Entwicklungen. Colonel Hauer kann euch einweisen, wenn ihr hier seid. Danach reden wir weiter. Geht gleich weiter. So, gut. Wo so. Halt, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, dann können wir ja erstmal hier kurz ausporten, aber auch mal nicht zurücklaufen. Dann brauchen wir nicht zurückporten. Gut, dann nehmen wir auch mal hoch, heben das ab. Tja, das ist das, was ich meine, weißt du? Republik, Nobel, sehen, das sind Tiere. Das hat mit Menschenrechten nichts zu tun, selbst wenn jetzt, sag ich mal, Gefangene sind und übelste Sachen gemacht haben. Wo wir jetzt wieder zu dem Punkt kommen, dass ja die das gemacht haben, hier ja nicht mehr drin sitzen. Abgesehen davon müsste ja trotzdem immer wieder neue, ich sag mal, neue Gefangene rinkommen. Also von daher. Seltsam alles. Senator Tudos hat mir berichtet, dass ihr die Bombe entschärft habt. Keinen Moment zu früh. Und wie ich sehe, habt ihr die gestohlenen Energiekerne zurückgebracht. Ich weise unsere Ingenieure sofort an, die Wärterdroiden zu modifizieren. Die Ratataki können sich immer noch im Flügel bewegen, aber zumindest haben wir sie eingeschlossen. Wir müssen über das Projekt Nobler Fokus sprechen. Dafür ist noch genug Zeit, sobald die Ratataki außer Gefecht sind. Konzentriert euch auf das gegenwärtige Problem. Unsere Satelliten haben eine große Anzahl Ratataki im Naimodianischen Komplex geortet. Immer das gleiche Theater. Und ich hatte gehofft, dass es nur ein Besuch unter Freunden war. Die Satellitenbilder sind ziemlich übel. Soweit wir sehen konnten, schlachten sie die Naimodianer ab. Schlafen die Ratataki denn nie? Anscheinend nicht. Seit sie ausgebrochen sind, gab es ununterbrochen Chaos. Wir konnten bestätigen, dass Sulkas, der Anführer des Rings Blut des Talat, das letzte Massaker persönlich geleitet hat. Er ist genau so, wie man sich einen fanatischen Anführer vorstellt.
Laut, grausam und völlig wahnsinnig. Sulkas zu eliminieren, wird den Mut der Ratataki erschüttern und ihnen zeigen, wer das Sagen hat. Ihr müsst dorthin und ihn aufhalten. Einmal Ex-Gestörter, kommt sofort. Stellt euch auf einen blutigen Kampf ein. Sulkas tut selten etwas, ohne dass jemand stirbt. Passt auf, dass ihr das nicht seid. Hier in der Folge sind viele. Also ich habe jetzt hier schon 3 Folgentitel, die ich auswählen kann. Krass. Mal gucken, was ich denn dann nehme. Wow. Flup. Müsst ihr helfen. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir müssen jetzt hier erstmal raus. Wir müssen jetzt erstmal raus hier. Und zwar da raus. Können wir erstmal das hier nehmen? Wir gehen erstmal vor der Türe, dann gucken wir mal. Wir gehen erstmal in die Richtung hier. Sieht erstmal ja nicht so verkehrt aus. Ich könnte mal so ein bisschen auflösen hier. Ich meine, ich bin jetzt hier drinnen hier und hier ist noch eine Stufe löst. Doch jetzt aber. Das sieht immer noch genauso aus wie vorher. So, wir müssen hier lang, ja. Hier sind schon die ersten Ratataki. Dann müssen wir da drüben in den Sicherheitsbereich. Und wir könnten ja. Wir kommen jetzt um Kämpfen nicht drum herum. Besser? Was haben die denn hier für Viecher? Sag mal, wo haben denn die Viecher ja jetzt? So, sehr gut. Aber wo kommen die, wo haben denn die Viecher jetzt her? Die sich die gebastelt gerade oder was? Manchmal ist es merkwürdig. Manchmal ist es echt merkwürdig. So, wir müssen da oben rennen. Dieser Zellenblock sollte aber eigentlich nicht so sperrangelweit offen stehen, oder? Naja, nicht wirklich. Wir müssen da hoch, aber wie kommen. Wie kommen wir denn da hoch? Ich guck mal kurz. Ach, hier. Hallo? Hallo, ihr Schweine. Hallo, Motherfucker. So, danke sehr. Wir müssen aber jetzt hier rennen. Des Wach-Captain hier. Mauern halten mich nicht auf. Ich werde zu ihm stehen. Er ruft mich. Gehört ihr zu ihm? Kommt ihr, um diese Ketten zu zerreißen? Ja, ich gehöre zu ihm. Das stimmt. Wohin sollen wir nochmal gehen? Die Zellen. Sind sie leer? Ist der Trupp vollständig? Er sagte, käme eine Tür. Ein Ausweg. Stufen zu den Sternen. Das hier ist Sperrgebiet. Bleibt von dem Häftling weg. Marschall Kavarat hat mich geschickt. Ich soll sie verhören. Ihr hattet recht. Identifikation für den Captain positiv. Versuchskammer 21. Ich halte sie auf.
Das klang nicht gut. Jeseb, hab ich einen Trick. Sieht nicht die Urdrücke, das Schirrdrücke, wie viel Button dir. Gesellt euch doch zu uns. Ich wollte gerade die Torte anschneiden. Wie bien, folgt Daniel. Kauft mir die Name komplett der Hormon einmal Gemak. Die Jeshtrabi, Koragi, wie dir Stärke am Bad. Da. Besser? Die Schweine, Alter. Sraya hat nicht geredet, aber ich habe eine Liste. Sieht aus wie Zellenblöcke und Zahlen von einem Verbündeten von Rogun. Schickt sie rüber. Ich überprüfe die Orte. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Wie konnte jemand wie Rogun einen Attentäter nach Belsavis einschleusen? Er wäre nicht der Erste. Ich dachte mir schon seit den Ausbrüchen, dass es ein paar faule Eier gibt. Ich sehe mir das mal an. Dann reichen Häftlinge und Imperiale jetzt nicht mehr? Müssen wir jetzt auch noch auf Wärter aufpassen? Gut, ich bekomme die Ergebnisse. Sieht aus, als wären auf eurer Liste die Zellen, die Ivorys Handlanger schon geknackt haben. Moment, nein. Eine Zelle ist noch geschlossen. Maximalsicherheitstrakt, Zellenblock 2018. Noch ein Handlanger von Ivory? Nein, keine bekannten Verbindungen. Aber auch allein ist er ein Monster. Gendai, Machtnutzer, spicesüchtig. Laut seiner Akte hat er selbst während seiner Gefangenschaft Jedi getötet. Mal sehen, ob ihr ihn vor Ivory erreicht. Findet heraus, welche Rolle er in dem Plan spielt. Und kontaktiert mich, wenn ihr fertig seid. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Hui, flupp. Oh, ach, hier sind ja Gegner. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hier raus? Wir müssen hier raus. Verdammt, ich bin hier einfach reingesprungen hier. Bin hier einfach reingesprungen, weißt du, und... Schwierig. So, müssen wir hier lang? Wir müssen hier wieder rinnen, oder was? Hä? Ist jetzt schon wieder da drinne? Ach, Mann. Ach, Mann. Bruder, guck doch mal ein bisschen genauer hin mit der Sache hier. Es ist schon ein bisschen schwierig manchmal, ja. Naja. Wie gesagt, hier, das ist alles ja nicht so eindeutig hier. Ach, wisst ihr was? Oder? Kommen wir hier durch? Das müsste helfen. Ja, wir kommen da durch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Top. Top, Junge. Top. Bruder, wo ist der Beste? Ich weiß. So, Freunde. Willkommen im Club Eden. Oh, hier gibt es blaue Zeugs. Was tut es? Blau leuchten. Hmm.
So, okay. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Wir müssen jetzt hier einfach geradeaus. Okay. Natürlich müssen wir geradeaus. Wir müssen uns ja den Weg erstmal durchschießen hier. Das sieht doch gut aus. Wer ist er denn da? Gefangener. Okay. Das wird schon gut. Ihr dürft da nicht rausgehen aus diesem Ding. Das Ding heißt Bereichs-Skill, der... Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. So, Junge, du bist frei. Verschwinde von hier. Ach so, wir sollen die retten. Okay. Oh. Entschuldigung. Machen wir das doch noch schnell. Wir sind ja keine Unmenschen. War da noch einer jetzt irgendwo? Ich weiß nicht. Sind die jetzt abgehauen? Ja, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Alles gut. Cool. Ja, dann gehen wir erstmal hier hin. Gucken wir mal. Hallo? Ist hier irgendwo, sind hier irgendwo Gefangene? Ja, da ist irgendwo ein Gefangener. Ich hätte für sowas hier noch gerne so ein Nahbereich-Skill oder sowas. So, dass du jetzt mit einem. Ich meine, wir haben ein Messer, ne? Warum habe ich keine Skills dafür? Das ist scheiße, sowas eigentlich. Hätte ich jetzt gerne in dem Moment, dass du dann sagst, okay, hier, zack, wegmessern. Oder habe ich den Skill vielleicht und nutzen bloß nicht? Kann natürlich auch sein. Würde mich nicht mehr wundern. Das würde mich nicht mehr wundern, dass ich das noch nicht rausgefunden habe. Ich bin immer so unkonzentriert. Ich will immer nicht lernen. So, Freundchen. Hier. Das müsste helfen. Sehr gut. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, was ich heute zum Mittag esse? Ich mache mir heute so eine Art überbackenden Toast. Toastscheibe. Mayo. Kochschinken. Tomate. Und Mozzarella Streukäse. Dann kommt das dann ganz in den Backofen und dann nur mit Oberhitze. Um nur oben den Käse zu zerfließen lassen. Das wird bestimmt richtig geil. Das klingt auf jeden Fall geil. Wie das meinen Magen bekommt, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Ah, ich hätte vielleicht Dings hier noch nehmen können. Sehr gut. So, mein Freund, du bist jetzt frei. Du gibst mir mal, was du hast. Und ihr hört oft da den kleinen Jungen zu stänkern, oder mit dem kleinen Jungen zu stänkern. So, ich hab hier was für dich. Okay. Er möchte nicht, dass ich diesen Skill ausführe, dann führe ich noch nicht aus. Dann bin ich bockig. Ganz ehrlich, dann bin ich bockig. So, wo müssen wir hin?
Warte mal, wir müssen hier immer noch weiter, ne? Wir mischen hier immer noch weiter. Aber nur mischen wir hier lang. Ja, wie gesagt, wo haben die diese Viecher her? Die müssen sie ja von irgendwo her geholt haben. So, kann ich dich befreien? Nee. Ist eigentlich so hohl, eigentlich, weißt du, so, dass du die nicht mehr befreien kannst. Das finde ich ja so ein bisschen so. Ich würde ja gerne. Aber ich darf nicht. So, alles klar. Jawohl. Blutrausch. Sehr gut. Ich bin verlangsamt. Müssen laufen. Wir müssen laufen. So, wir sind ja schon da, wo wir hinwollen. Geil. So, da müssen wir hinein. Was haben wir denn jetzt hier? Sulkatz. Sulkatz machen wir jetzt noch. Ach, dieser Gestank, fast so schlimm wie die Neimoidianer. Hast du geschissen, aber... Und euer Gesicht, ekelhaft. Ich werde es herausschneiden. Na los, Monster. Ha, ihr habt Nerven. Es wird ein Spaß, sie rauszureißen. Eure Leiche wird mit dem neimoidianischen Dreck verscharrt. Euren Kopf behalte ich. Und die Echsen werden heute festlich speisen. So, was ist jetzt? Ne, jetzt hast du nichts mehr zu sagen, wa? So, kehre zurück. Alles klar. Warte mal, der war hier, ne? Ja. Geben wir das noch ab? Was haben wir? 33 Minuten? Ja, komm. Ich mag immer so eine Abschlüsse. Ich bin nicht so ein Freund von... Weißt du, wenn du jetzt kurz davor stehst und dann den Schluss machst, ja, das muss auch nicht sein. Dann lieber so machen wir mal 2-3 Minuten länger. Dann passt das schon. Dann hat er doch irgendwie so, ja, so einen Abschluss halt. Weißt du? Also, man kann beruhigt auf die nächste Folge warten. Es ist erledigt. Sulkas ist im Kampf gefallen. Da seht ihr Gral. Problem gelöst. Ihr habt diesen mörderischen Schleim erschaffen, Senator. Wenn ihr mich fragt, seid ihr das Problem. Ihr erinnert euch ja an den Wärter. Unser kleines Projekt kümmert ihn wohl nicht sonderlich. Euer kleines Projekt hat das ganze Gefängnis gefährdet und unzählige ethische Gesetze verletzt. Man sollte euch einsperren. Ich dachte, das Projekt sei geheim. Woher wisst ihr davon? Ein paar Häftlinge sind ausgebrochen und hierher gekommen, waren alle zu Tode erschrocken und sprachen von geheimen Experimenten und Kriegsspielen. Erspart mir das Theater! Die Republik hat Unmengen an Ressourcen darauf verwendet, diese Degenerierten einzusperren. Es ist höchste Zeit, dass wir etwas dafür zurückbekommen. Und das haben wir. Das Projekt Nobler Fokus hat uns einen Einblick in die Welt der Stärken und Grenzen verschiedener Spezies gegeben. Stellt euch nur vor. Ganze Feldzüge, die die Stärken der verschiedenen Spezies berücksichtigen. Unsere Effektivität im Krieg wird ins Unermessliche steigen. Euer Projekt hat die Ratataki zu Mördern gemacht.
Das sollte euch zu denken geben. Ja, ja. Die Ratataki sind harte Kerle. Ich weiß schon. Wie immer ihr es auch seht, dieses Projekt und unsere Beteiligung daran müssen geheim bleiben. Denkt nur an die Konsequenzen, wenn die Sache herauskommt. Jeder Planet der Republik wird dagegen Sturm laufen. Ganze Systeme könnten deswegen zusammenbrechen. Ein paar tote Gefangene sind das sicher nicht wert. Benutzt nicht die Republik, um euren Anteil an der Sache zu verschleiern. Ihr habt das Gesetz gebrochen. Das stimmt. Es könnte hässlich werden, aber die Republik muss davon erfahren. Ich erwarte, dass wir uns wieder hier treffen, Senator. Wir werden sehen. Das wär's dann. Und jetzt zu den wichtigen Dingen. Es gibt Ärger im Maximalsicherheitsflügel. General Skylast sagt, dass eine unbekannte Spezies seine Männer niedermäht. Im Tiefgefängnis liegen die wahren Schrecken von Belsarvis. Wenn Skylast sie nicht aufhalten kann, dann war alles umsonst. Helft ihm. Vor allen Dingen, warum muss das die ganze Republik erfahren? Muss das nicht jetzt... Ja, gut, muss vielleicht durch den Senat oder sowas? Keine Ahnung. Naja. Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Buddy wird sich jetzt was zu essen machen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der heute zugeschaut hat, beim Zuschauen, fürs Zuschauen, so besser gesagt. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.